Hallo und herzlich willkommen bei Koch mal schnell. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing, glaube ich lange nicht mehr gemacht. Und zwar will ich euch heute den Ninja Foodie Grill vorstellen. Gerät, was ich echt tatsächlich das erste Mal auf meinem eigenen Kanal als Werbung gesehen habe. Ich glaube, ganz spannend. Schaut es euch mal an. Ich hoffe, es gefällt euch. Ja, wie schon angekündigt, heute mal wieder ein Unboxing. Musste ich einfach haben. Ein neues Gerät. Ihr wisst, ich bin ja so ein Gerätefreak. Manchmal juckt es mich dann doch in den Fingern, was Neues anzuschaffen. Und das Ding hier habe ich habe es schon im Intro gesagt, auf meinem eigenen Kanal das erste Mal gesehen. Das fand ich echt schräg. Was kann der Ninja, was ist das eigentlich für ein Gerät? Und das ist wirklich spannend, denn ja, wenn man das ernst nimmt, was die hier in der Werbung versprechen, was auf dem Karton steht, dann ersetzt er den Grill, ersetzt die Heißluftfritteuse, er kann rösten, auch einen Backofen brauche ich nicht mehr und wenn ich, das ist jetzt nicht so meine Stärke, Dörrobst brauche, dann kann ich damit auch dürren. Ja, also das heißt, 1, 2, 3, 4, 5 Funktionen in einem Gerät. Also, was haben wir hier? Hier haben wir zunächst mal Papierkram, machen wir den mal auf. Grill und Airfryer. Boah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in 10 Sprachen. Ja, 10 Sprachen, die zweite ist Deutsch. Hier geht's los. Wir haben ab der Seite 18 haben wir die deutsche Version. Hinweise, Teile, Merkmale, Verwendung, Garfunktion, Reinigung. So, und das geht bis. Das geht bis Seite 32. Bis Seite 32, macht nach Adam Riese 14 Seiten, stimmt das? Ja, 14 Seiten. Das heißt, wir haben 14 Seiten Bedienungsanleitung. Ja, das ist jetzt nicht so viel, aber ich habe ja noch keine Ahnung von dem Gerät. Also, hier ist auch schon mal drin, wie baut man es auf. Hier ist drin Verwendung des Grills. Das ist schon mal wichtig. Also hier stehen so die Basics drin. Wie bedient man das Gerät? Welche verschiedenen Einsätze, die wir uns gleich angucken werden? Ja, also 14 Seiten, ne? Auch alles auf Deutsch. Ich habe noch keine Ahnung, welche Qualität, liest sich aber ganz ordentlich hier, sieht wirklich ordentlich aus. Ja, also keine maschinelle Asienübersetzung. Das ist in Ordnung. Ne? Das heißt, wir haben hier erstmal eine Kurzanleitung, 14 Seiten Gebrauchsanweisung. Was haben wir noch? In der Tüte. Ah ja. So, jetzt haben wir hier nochmal so ein Rezeptheft. Kochbuch ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Rezeptheft 20 Irresistible Recipes. Okay, gucken wir mal, ob die wirklich unwiderstehlich sind. Ah ja, steht es auch in Deutsch. Unwiderstehliche Rezepte. Ja, hier haben wir die Rezeptliste. Da steht so ein bisschen auch drin, was man so machen kann. Ah ja, Marinaden sind dabei. Eine Steakmarinade, Knoblauch, Dips, Gewürzmischungen sind hier drin. Das ist doch cool. Kickstarter-Rezepte. Ja, das sieht zumindest auf den Fotos, wenn ich das denn so hinkriege, appetitlich aus. Na, hier ist das Teriyaki. Der Teriyaki-Lachs, der sieht wirklich sehr lecker aus. Ja. Ah, kocht aber dafür Airfry. Frittieren mit Luft, finde ich auch gut. Ja, ist auch richtig. Frittieren mit Luft, also Airfry. Das kann ja das Gerät auch in grün hier. Spargel, rote Beete, gut, die hätte ich jetzt nicht in den Airfryer gepackt, aber kann man ja mal machen. Hähnchenbrust, Hähnchenschenkel. Das ist doch mal nicht schlecht. Das ist doch mal nicht schlecht. Wir haben also hier nochmal so ein ganz kleines Kochbuch, um reinzukommen. Oh, habe ich jetzt nicht gezählt. Ach, hier steht es, 43 Seiten. Schön. Das finde ich schon mal nützlich. Finde ich gut. So, das war Papierkram. Was ist das? Ja, das ist hier der Grilleinsatz, habe ich schon gesehen in den Videos, die ich gesehen habe. Ja, und der ist schon sehr massiv hier. Ne? Der hat also wirklich ordentlich Wasser. Und was wiegt das Ding? 1,368 Kilo. Boah, das ist schon massiv, ordentlich. Gucken wir uns gleich an im Zusammenbau. So, was noch dabei? Ach ja, die Bürste. Eine Bürste ist noch dabei. Das ist Kunststoff wohl.
harter Kunststoff, ja. Also kein Metall, klar, damit würde man auch sonst die Beschichtung wohl zerstören. Harter Kunststoff. Lass mich raten. Ja, die ist dafür geeignet, dass man später hier den Grill sauber machen kann. Aber der sieht sehr gut beschichtet aus hier. Wir werden es ja testen. Mal gucken, ob der wirklich anbackt. So, was haben wir noch hier? Oh, ich glaube, der Rest ist im Gerät. Ich heb das mal raus. Ihr seht es, ja. So, das hier ist die Grillschale. Das sieht gut aus. Na, die ist auch beschichtet. Schauen wir mal, wie gut die Beschichtung ist. Was in der Praxis geht, gucken wir uns an. So, und das hier ist der Einsatz, so habe ich das bisher kapiert. Jetzt mal raus hier. Der immer drin sein muss. Also in dem Gerät kocht man logischerweise, ja, falls das logisch ist, kocht man nicht hier drin, sondern dieser Einsatz ist, so habe ich es zumindest bisher verstanden, immer drin, der muss drin bleiben. Man kann zwar jetzt in diesem Einsatz kochen, das habe ich zumindest so bisher gesehen, aber eben nicht hier. Ne? Das ist so ein bisschen wie die Cook for Me, der Topf muss eben immer drin sein. Ihr könnt den nur auf eine Art und Weise hier, hier ist so eine Aussparung und hier ist so eine Nase einsetzen, also mehr kann man nicht machen hier. Jo. Ne, das macht auch einen guten Eindruck. So, dann hier den Garkorb. Achso, den kann man aber in zwei verschiedenen Arten und Weisen einsetzen. Ich weiß noch nicht, ob das eine Rolle spielt. Wir werden mal ausprobieren. Ich kipp das mal eher so ein bisschen. Das ist hier dieser, ja was ist das, ein Schutzgitter, denn darunter ist die Heizspirale. Und wenn man das hier hochzieht, dann kann man die rausmachen. Na, hier seht ihr jetzt die Heizspirale, die das Ganze dann eben erhitzt, die das Gerät erhitzt und frittiert, backt, was auch immer. Und die kann man, das ist eine feine Sache, finde ich, die kann man in die Spülmaschine stellen. Wie kriege ich das wieder rein? Ja, ach, das geht gut. Was haben wir noch hier vorne? Wir haben so eine kleine, sehr kleine Schnellanleitung. Ja, hier seht ihr nochmal jetzt die einzelnen Kurzanleitungen, ne? 8 bis 12 Minuten Low, das sollen wohl Würstchen sein. Dann haben wir hier Burger, 4 bis 9 Minuten, ganzes Huhn, 13 bis 20, Steaks, 6 bis 12, wir reden vom Grillen, ne? Grilltipps hier, Fisch, 7 bis 10 Minuten und oh, das sind wohl hier so Maiskolben sein und Schaschlikspieß, Fleischspieß, 6 bis 11 Minuten zum Grillen. Ja, was haben wir noch hier? Dann haben wir Hühnerkeulen zum Airfryen, 20 bis 25 Minuten bei 180 Grad, Pommes tiefgefroren 170 Grad, 20 bis 25 und das Ganze nochmal innen frisch, also Pommes frisch, ich nehme mal an, rohe Kartoffeln sind gemeint, finde ich raus, 200 Grad, 20 bis 24 Minuten. So viel also hier mal zu der Schnellanleitung auf dem Deckel. Und dann wollen wir uns jetzt mal vorne so ein bisschen die Bedienelemente angucken, mal schauen, was die so zeigen. Ich fange mal ganz links an hier mit dem Grill, mit der Grillfunktion. Ich drücke mal hier drauf. Ah ja, dann startet er hier. 1, 2, 3, 4 Flammen sind hier mit der mittleren. Ich drücke mal nochmal drauf. Ach so, ganz einfach. Okay, ne, ihr seht, der geht also jetzt hier rauf und runter. Ganz easy und ändert jedes Mal die Temperatur. Niedrigste Temperatur 210. Mal gucken, ob wir die ändern können. Ne, können wir nicht. Können wir nicht. Achso, und wenn ich hier mal nach oben drücke, landet er auch hier in der nächsten Flamme. 240 Grad. Ich nehme jetzt mal an Celsius. Hoffe ich. Finde ich raus. 260 Grad. 265 Grad. Na, das sind also die drei Temperaturstufen. Nein, vier Temperaturstufen. Wir fangen an mit 210, 240, 260, 265. So, egal was von beiden Tasten ihr drückt, so sehe ich es im Moment jedenfalls. Ja, spielt keine Rolle. Die sind identisch. Also zumindest in der Funktion hier macht das keinen Unterschied. Was ist mit den Zeiten? Also Temperatur haben wir. Hier gibt es nochmal Time. Ich gehe mal wieder zurück auf die kleinste Stufe. Low. Ah ja. Ich gehe mal runter. Eine Minute nehme ich jetzt mal an.
Sekunde wird es wohl nicht sein. Bis 30 Minuten. Nächste Funktion, ich fange mal unten an, Roast. Beginnt bei 190, wir fangen wieder mit der Temperatur an. 120 ist die niedrigste Temperatur. 260 ist die höchste. Welche Zeit? Ja. Eine Minute. Bis 30. Airfry. Temperatur beginnt bei 200. Wir können aber runtergehen bis 150, niedrigste Temperatur. Maximal beim Airfry bis 240. Okay. Wie lange? Zeit? Airfry eine Minute Minimum. 30. Also länger als 30 Minuten Airfry macht er nicht. Dehydrate, also trocknen, Dörrfrüchte oder dergleichen. Temperatur, so sehe ich es jedenfalls, 60, ja, also Temperaturanzeige. Wir brauchen mindestens 40 Grad und können hochgehen bis 90. 40 bis 90. Zeit? 12. Wow, bis zu 12 Stunden können wir also dehydrieren. Eine Stunde, okay. Dehydrieren mindestens eine Stunde. Backen. Wir fangen mit der Temperatur wieder an. Also bei 160 startet er. Wie weit kommen wir runter? Oh, 120. Macht wohl Sinn, ne? Unter 120 zu backen wird schwierig. Also 120 Grad und bis maximal 210. Welche Zeit? Zwei Stunden. Ja, bis zu zwei Stunden. Haben wir, glaube ich, alle Tasten einmal gedrückt. Ich glaube, ich habe alle Menüs durch. Ich habe, meine ich, nichts übersehen. Das war es erstmal jetzt an Tasten, die der Ninja Foodie Grill hier hat. Und das sind immerhin 1, 2, 3, 4, 5 Funktionen, verschiedene Temperaturen. Ihr habt es gesehen. Spannend. Werde ich ausprobieren. Ja, bin ich zufrieden? Ja, auf den ersten Blick macht das Gerät wirklich einen massiven Eindruck. Viele Funktionen, die ich noch nicht ausprobiert habe. Ne, ihr seht hier das eigentliche Gerät mit diesem Brateinsatz, nenne ich das jetzt mal Topf, in Anführungszeichen, was man auch nicht verkehrt einsetzen kann. Oh, das Gerät ist wirklich ordentlich, macht einen wertigen Eindruck. Das ist zwar Kunststoff hier, aber viel Metall. Der Deckel ist wirklich schwer. Hier mit dem rausnehmbaren Sieb habe ich euch vorhin ja schon gezeigt. Also das finde ich alles sehr ordentlich. Das macht wirklich einen ordentlichen Eindruck. Ja, was haben wir noch hier? Dann haben wir hier noch ein kleines Kochbuch, Papierkram. Das ist schon gut. Dann haben wir eine kleine Bedienungsanleitung hier. Die reicht zumindest zunächst mal, um die generelle Funktion des Geräts zu kapieren. Ja, was haben wir noch? Dann haben wir hier noch den Einsatz hier, diesen, der zum Rösten, zum Airfryen ist. Davon gehe ich jedenfalls mal aus. Ich teste es ja noch aus. Also da kommen vermutlich dann Pommes rein oder was auch immer ihr im Airfryer machen würdet, dieser Airfryer-Einsatz. Ja, dann haben wir noch hier diesen wirklich massiven Grilleinsatz, ne, den man auch tatsächlich, hier ist wieder so eine Nut. Ne? Ihr seht das hier. Hier kann man also das Ding auch eigentlich nicht falsch einsetzen. Der geht dann hier rein. Und das wird vermutlich heiß dann, da kommen die Steaks drauf, habe ich gesehen. Und was auch immer ihr braucht, an Fleisch oder was auch immer. Und ihr seht, das liegt hier auf, in so einer kleinen Vertiefung. Was haben wir noch? Die Bürste. Und das war es, glaube ich, auch jetzt, was hier mitgeliefert worden ist. Also zumindest in der Theorie zunächst mal bin ich zufrieden. Und dann schauen wir mal, wie das Gerät sich so beim Kochen macht, beim Braten, beim Airfryen. Schauen wir mal. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir Daumen hoch und abonniert gerne meinen Kanal. Und ansonsten bis demnächst bei Koch mal schnell.